C&A, der beliebteste Modeshop der Deutschen. Hier werden Milliarden verdient und Trends gesetzt. Hinter dem Erfolg steckt ein rätselhafter Clan, die Brenningmeyers. Die Familie Brenningmeyer gehört zu den reichsten Familien der Welt. Warum eigentlich? Was ist ihr Geheimnis? Und warum haben sie bis jetzt geschwiegen? Die Brenningmeyers wirken nach außen hin wie eine Sekte. Kaum ein anderer Industrieclan scheut derart die Öffentlichkeit. Wenn eine Unternehmerfamilie keine Informationen rausgibt, dann sucht man geradezu nach dem Haar in der Suppe. Da kann doch was nicht stimmen. Nun reden sie zum ersten Mal, wie C&A wurde, was es ist. Amsterdam. Unter diesem Dach trifft sich eine berühmte Marke. Mit zwei Buchstaben. C&A präsentiert die neue Kollektion. Was man so tut, wenn man Global Player sein will, auf dem heiß umkämpften Fashionmarkt. C&A ist einfach viel, viel größer, als man es in Deutschland erstmal wahrnimmt oder sich denkt. Das Unternehmen produziert in 60 Ländern weltweit mit 900.000 Beschäftigten. C&A war ein ganz wichtiger Player, der Mode für breite Bevölkerungsschichten überhaupt erschwinglich gemacht hat. Kleider machen Leute. 75 Milliarden Euro geben die Deutschen jährlich für Mode aus. 98 von 100 kennen die Marke. C&A ist eine der ganz großen Marken, eine Marke, die die Bundesrepublik auch geprägt hat und von ihr geprägt wurde. Es ist die Marke, die in Westdeutschland anzieht. Nur 10 Jahre nach dem Krieg stürmen die Menschen die neuen Filialen. Welche Wirtschaftsdynastie hinter alledem steckt, spielt hier keine Rolle. Es ist eine große Familie, die Brenningmeyers. Brenningmeyer sind traditionell sehr, sehr verschlossen. Das Motto lautet ja, Einigkeit macht stark und möglichst nichts der Öffentlichkeit zu erzählen. Und da es sich aber um eine Marke handelt, die so präsent ist, die ja in fast jeder Stadt zu finden ist, mit der fast jeder auch Berührung hat, ist es natürlich ein sehr, sehr interessantes Spannungsverhältnis. Hier fallen alle Entscheidungen für den deutschen Markt. Die Zentrale von C&A in Düsseldorf. Fragen zu den Firmeninhabern werden in der Regel nicht beantwortet. Aus Tradition. Geheimnisvoll ist für diesen Großkonzern, dass man lange überhaupt nicht wusste, was dort wie von wem geregelt wird. Das ist natürlich schon sehr intransparent für ein so großes Gebilde, wie das Reich von C&A ist. Die Brenningmeyers gelten als streng katholisch, verschroben, geradezu geheimbündlerisch. Lange Zeit sind der Öffentlichkeit weder Namen noch Gesichter bekannt. Allein beim Kirchgang der Familie können Paparazzi auf einen Schnappschuss hoffen. Doch auch das gestaltet sich schwierig. Brenningmeyer! Lassen Sie das! Nein, lassen Sie das! Brenningmeyer! Herr Brenningmeyer, steigen Sie ein, bitte, schnell! Keine Fotos! Keine Fotos! Lassen Sie das! Keine Fotos! Lassen Sie das! Am Ende kommt dann sowas dabei raus. Die Familie hat ja sehr starke Überzeugungen. Also man ist katholisch, man ist verheiratet und lässt sich auch nicht scheiden. Man tritt bescheiden auf nach außen. Und das sind natürlich Werte, die sie auch im eigenen Unternehmen, den Mitarbeitern und Führungskräften oktroyiert haben.
Die Brenningmeyers folgen einem Regelwerk, das nur dem innersten Familienkreis bekannt ist. Journalisten vermuten Mauscheleien hinter verschlossenen Türen und Geheimabsprachen. Den Kritikern der Familie, die diese Familie als skurril bezeichnen, kann man nur entgegenhalten, dass sie damit sehr, sehr erfolgreich ist auf der einen Seite und dass es ihnen gelungen ist, dieses Unternehmen über 6 Generationen am Markt zu halten und dass sie, anders als viele Unternehmerfamilien, die ich kenne, ein hochprofessionelles Regelwerk aufgestellt haben, das, glaube ich, die Ursache dafür da ist, dass das so lange schon gut geht. Viele Kunden von C&A haben bis heute noch nicht einmal den Namen Brenningmeyer gehört. Und wer weiß schon, wie sie aussehen. Und so kann sie sich hier völlig unbemerkt bewegen, obwohl sie Eigentümerin ist. Eine waschechte Brenningmeyer. Zum ersten Mal treten Angehörige der Familie vor eine Fernsehkamera. Johanna Brenningmeyer. Erst vor kurzem ist sie in den inneren Entscheiderkreis der Familie aufgenommen worden. Donald Brenningmeyer gehört ebenfalls zum Inner Circle der einflussreichen Modedynastie. Und sein Onkel Ernest war einst Vorstandssprecher. Wir sind Menschen von Fleisch und Blut und haben alles Normale, was alle Menschen haben. Und wir haben uns selber nicht ins Licht der Öffentlichkeit bringen wollen und das auch, ich würde sagen, mit Erfolg vermieden. Wir haben halt aber einen Preis dafür bezahlt, indem solche Ideen wie Verschrobenheit sich etwa breit gemacht haben. In der Vergangenheit wurden wir auch teilweise als geheimnisvoll dargestellt. Und wie gehe ich dann jetzt damit um? Das ist eine andere Frage. Ich glaube, wir sind in einer neuen Welt angekommen. Eine Welt, die Transparenz erfordert. Und dafür denken wir, dass es auch jetzt an der Zeit angekommen ist, dass man offener mit gewissen Themen umgeht. Und auch mal etwas von sich selbst preisgibt. Ich bin in Deutschland geboren, dann sind wir nach Amerika gezogen und danach nach Japan. Und dann, erst als ich 7 war, bin ich in England gelandet. Also alle Familien, die für die Familienunternehmen arbeiten, haben so eine Geschichte auch. Dass die in andere Länder gewohnt haben, andere Sprachen sprechen. Und ja. Wenn die Familie auch über die ganze Welt verstreut ist, so hat sie doch hier ihre Wurzeln und ihren Treffpunkt. Mettingen in Westfalen, wo alles begann. Mettingen war ein Ort, wo wir hingehen konnten, wo wir Zeit mit den anderen Cousins verbringen konnten und dadurch auch von sehr jung auf an eigentlich eine sehr starke Familie, Familienverhältnis aufbauen konnten. Heute in Brasilien und kann immer noch zurück nach Mettingen kommen. Und ich finde das natürlich super, weil ich kann auch meine Kinder und meine Kinderkinder auch zeigen, guck, da kamen wir ganz, ganz lange her. Dahin, davor, daher, da aus, daraus. Ja. Bei Mettingen steht dieses Bauernhaus. Hier lebten die Brenningmeyers Ende des 17. Jahrhunderts als arme Landleute. Der Boden war karg. Der Hof warf nicht genügend ab. Um nicht zu verhungern, versuchen sich einige aus der Familie als Stoffhändler, bieten ihre Ware bald auch im benachbarten Holland an. Ihre Handelsroute führt sie bis nach Sneek, 250 Kilometer von Mettingen entfernt. Zu Fuß ein langer Weg. Später werden sie dorthin übersiedeln. Aus Westfalen werden Niederländer. 1841 wollen zwei Brüder dem harten Wanderleben ihrer Vorfahren entfliehen. Clemens und August Brenningmeyer. Bisher ziehen auch sie über das Land und verkaufen ihre Stoffe. Doch sie träumen von einem festen Ladengeschäft. Die beiden rühmen sich, dass kein Konkurrent bessere Angebote macht als sie. Also, nimm die Route Richtung Westen und du kannst noch ein paar weitere Dörfer abklappern. Ja, gut, so wird's gemacht. Schauen wir mal, wer mehr schafft. Aber wer hat die Ware los? Ich will nicht die nassen Stoffe noch mit nach Hause schleppen.
Gott mit dir, Bruder! Ich glaube, zu deren Zeit muss das schon gewisse Ängste mit sich gebracht haben. Werden wir Erfolg haben? Werden wir auch die Einzigen sein, die von der Qualität überzeugen können, aber auch vom Preis? Nee, der ist mir zu grob. Das hier, das ist ein schöner Stoff. Ja, der ist sehr gut. Echte Importware aus Gütersloh. Mhm. Kann ich dir für 3 Gulden, für 20 Ellen geben? Nee, zu teuer. Aber die Qualität, die ist wirklich gut, schau mal. Ja, aber nicht für den Preis. In Ordnung, dann 2,5 Gulden. Nee, August, ich kann das wirklich nicht machen. Letztes Angebot, 2 Gulden. Preiswerter geht wirklich nicht. Doch. Was redest du denn da? Das ist doch Unsinn. Wer soll dir bitte diesen Stoff preiswerter verkaufen? Da gibt's wirklich niemanden, einfach niemanden. Doch, es gibt einen. Dein Bruder Clemens, der war heute Nachmittag schon da. So ein Sauhund. Es ist sehr klar gewesen für Clemens und August, dass einer alleine es nicht geschafft hätte. Und das haben sie miteinander dann nicht nur verabredet, aber dann auch durch dick und dünn umgesetzt. Bis ins hohe Alter halten Clemens und August zusammen. Sie führen ein gemeinsames Einnahmen- und Ausgabenbuch und begründen damit ihr Familiengesetz. Einigkeit macht stark. Im holländischen Sneek richten die beiden 1841 ihr erstes Geschäft ein. Sie nennen es nach ihren Vornamen. C und A. Clemens und August. Die Brüder legen die ersten Regeln fest, an denen die Familie sich künftig orientieren wird. Eine davon, weibliche Brenningmeyers sollen sich aus dem Geschäft heraushalten. Die Gründer benutzen, wenn es um die Firma geht, eine Geheimsprache, die nur die Männer in der Familie verstehen. Und es ist Wunsch der beiden, dass alle männlichen Nachfolger bei C&A arbeiten. Clemens und August haben jeweils 4 Söhne. In der 2. Generation sind es jetzt 8 Brenningmeyers. Doch nur ein Geschäft. Die Frage, die sich für die 2. Generation gestellt hat, wirft das Geschäft genug Geld ab? Und sie müssen zu dem Schluss gekommen sein, also wir, wenn wir alle hier im Unternehmen ein Auskommen finden wollen, dann müssen wir expandieren. Die Brenningmeyers eröffnen bis Ende des 19. Jahrhunderts 10 Geschäfte in den Niederlanden. Und 1911 gründen sie ihre erste deutsche Niederlassung in Berlin. Mode ist damals etwas für die Wohlhabenden. In den Kaufhäusern werden nur Modelle vorgeführt. Haben sich die Kunden entschieden, wird die Kleidung für sie maßgeschneidert. Das ist aufwendig und teuer. Für 96% der Bevölkerung ist das unerschwinglich. Sie können nicht mit der Mode gehen, verfügen nur über wenige Alltagskleider. Und genau das will C&A ändern. Der Bernhard Josef Brenningmeyer, der hat gesagt, nachdem die Konkurrenten etwas abfällig meinten, naja, die bieten ja irgendwie jetzt nur Mäntel für Dienstmädchen an, soll er gesagt haben, naja, mögen bei den anderen die Kunden in der Kutsche vorfahren, wir bedienen die mit der Straßenbahn und zu Fuß in unser Geschäft kommen. Die Berliner staunen zunächst über die niedrigen Preise. Doch was dahinter steckt, ist kein Geheimnis. Die Kleidung ist vorgefertigt. Konfektionsware in einheitlichen Größen. Das ist für die meisten neu. Das war eine Sensation. Die waren wirklich Vorreiter ihrer Zeit, haben viele neue Sachen erfunden, die es damals gar nicht gab. Zum ersten Mal erschwingliche Mode für jedermann. Filialeröffnung in Hannover in den 20er Jahren. Eine große Auswahl und Selbstbedienung. Revolution auf dem Kleidermarkt. Also die Brenningmeyers haben die Mode in Deutschland und in Europa demokratisiert. Heute ist Mode für jedermann zugänglich. Und daran hatten die Brenningmeyers bestimmt einen ganz großen Anteil, weil sie die Ersten waren, die das in ihren Kaufhäusern umgesetzt haben. Die ganze Familie soll bei C&A einkaufen.
Dafür wird auch aufwendig geworben. Das Konzept geht auf. Mitte der 30er Jahre leitet schon die dritte Generation der Brenningmeyers das Geschäft. Es sind inzwischen 43 Personen. Und damit könnte die Einigkeit, die einst die Gründerväter der Dynastie Clemens und August beschworen haben, in Gefahr geraten. Der eine will nach links, der andere will nach rechts. Der eine möchte investieren im Unternehmen, der andere möchte lieber Geld ausgeschüttet bekommen. Und das führt dann nicht selten zu Streit, zu Missgunst, zu Habgier. Und das ist dann zum Schaden oftmals des Unternehmens. Schon früh müssen sich die Brenningmeyers etwas einfallen lassen, um die Einheit und Einigkeit von Firma und Familie zu wahren. Dafür muss man ein ganz striktes Regelwerk haben, der sich die Familie unterwirft, der sich jedes einzelne Familienmitglied unterwirft, damit das nicht auseinanderbricht. Denn wenn die Familie auseinanderbricht, dann bricht auch der ganze Familienkonzern natürlich auseinander. Das geht ganz schnell, dann ist alles zerschlagen und zersplittert. Die Familie hat sich vorgenommen, dass es dazu nicht kommt, also wird hart durchregiert. Wie genau diese Regeln aussehen, soll nicht nach außen dringen. Manches sickert trotzdem durch. Wie zum Beispiel, dass jedem Mitglied der Unternehmerfamilie bis weit ins Erwachsenenalter ein Betreuer an die Seite gestellt wird. Ohne dessen Zustimmung ist kein Zugriff auf das Privatvermögen möglich. Die Betreuer gehören nicht der Familie an, sondern einem externen Dienstleister, Antos. Jeder hat eine freie Entscheidung, für die Familienfirma zu arbeiten. Also wir kommen da rein, weil wir auch da sein möchten. Natürlich sind wir eine große Gruppe von Leuten. Und das heißt, wie in andere Gruppen aus der Gesellschaft, sind da ein paar Regeln, aber die sind nicht Regeln. Das sind nur so Normen, wie man miteinander umgeht. Eine wichtige Klammer für die Familie ist auch die Religion. Alle Brenningmeyers im Unternehmerkreis müssen sich zum katholischen Glauben bekennen. Wir finden in vielen Familienunternehmen Regeln, die eigentlich mit Betriebswirtschaftslehre oder mit Management oder mit Unternehmertum wenig zu tun haben, sondern die aus der Familie kommen. Und wenn die Familie halt streng katholisch gelebt hat und ihre Wurzeln auch in dieser Religion hat, dann findet sich das oftmals dann auch im Unternehmen wieder. Über Jahrzehnte kommen praktisch nur Katholiken in leitende Positionen bei C&A. Ehescheidungen gefährden die Karriere. Eine Filialneueröffnung wird nicht mit einer großen Party, sondern mit einem Gottesdienst gefeiert. Viele Brenningmeyers, die nicht im Unternehmen tätig sind, treten in den Dienst der Kirche und werden Priester, Nonnen oder gar Bischof. Ausdruck dieses praktizierten Katholizismus der Familie Brenningmeyer war zum einen eine ausgesprochen großzügige Spendentätigkeit. Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Unternehmen wie C&A nachweislich seit mindestens den frühen 1920er Jahren jedes Jahr tatsächlich 10% des Gewinns nach Steuern für wohltätige Zwecke verwendet hat. Doch ihr Glauben soll ihnen bald Schwierigkeiten bereiten. Den Nazis sind Katholiken suspekt. Und viele haben Vorbehalte gegenüber sogenannten Großkapitalisten. C&A hat Mitte der 30er Jahre schon 17 Filialen im Deutschen Reich. Aber das größte Problem: Die Brenningmeyers sind für die Nazis Ausländer, da sie alle einen holländischen Pass haben. In Leipzig geht es auch keinen Schritt weiter. Diese NSDAP-Kreisleitung, die bremsen uns völlig aus. Die Filialgründung dort können wir so vergessen. Die versuchen mit allen Mitteln, uns klein zu halten. Im Rheinland kam jetzt sogar das Gerücht auf, C&A wäre ein jüdisches Unternehmen. Das ist doch völlig absurd. Gut. Wir müssen klar machen, dass wir zwar einen holländischen Pass haben, aber eigentlich Westfalen sind. Und dass wir uns unserer Heimat verbunden fühlen. Sorgen Sie dafür, dass die Gemeinde Mettingen unsere arische Abstammung bestätigt.
Aber es wird nicht reichen. Die Firma sucht Unterstützung von ganz oben und wendet sich an den zweiten Mann im Staat, Hermann Göring. In einem Brief wird versichert, dass die Brenningmeyers niemals ihre Beziehungen zum Heimatlande verloren hätten und dass alle diese üblen Äußerungen aus jüdischen Quellen stammten. Wie es zu der Kontaktabnahme mit Herrn Göring damals gekommen ist, weiß ich nicht im Einzelnen. Es ist aber wohl klar, dass Frau Göring bei C&A einkaufte in der Königstraße in Berlin. Göring ist der starke Mann der NS-Wirtschaft. Er hilft C&A. Der Widerstand in Leipzig wird gebrochen. Das Unternehmen kann weiter expandieren. Die Familie beschenkt Göring in den folgenden Jahren mit wertvollen Gemälden. Die Spendentätigkeit von C&A zugunsten Göring war aus Sicht der Familie ganz sicherlich Schutzgeld. Wenn man das objektiv betrachtet, ist es natürlich Korruption. Doch die Brenningmeyers gehen noch einen Schritt weiter. Sie profitieren auch von der Arisierung, der Übernahme jüdischen Eigentums unter Wert. 9 Immobilien erwerben sie auf diesem Weg. Ein Fall ist dabei besonders gut dokumentiert. Die Familie Bialystok hat ein gutgehendes Herrenausstattergeschäft in Bremen. In direkter Nachbarschaft C&A Brenningmeyer. Heinrich Bialystok ist bereits 1938 nach Belgien geflohen. Seine Frau Franja soll die Übernahme des Geschäftes abwickeln. Es lässt sich aus den Quellen klar ersehen, dass man versucht hat, den Preis auf jeden Fall zu drücken. In die Verhandlungen rein kam dann die Reichskristallnacht am 9. November 1938. Auch da hat C&A klar von der Frau verlangt, dass sie die Schäden trägt. Und als die Frau sich dann noch ein Wohnrecht ausbedungen hatte, bis ihre Abreise nach Belgien anstand, als das zur Verlängerung anstand, ist das der Frau verweigert worden. Im Guten und im Schlechten stehe ich auf den Schultern meiner Vorfahren. Dies wäre dann ein typisches Beispiel von dem, was wir eigentlich nicht übernehmen sollten und vor allem uns selber hohe Maßstäbe weiterhin stellen für die Situation, in der wir sitzen. Denn auch wir werden eines Tages beurteilt werden in dem, was wir getan und was wir gelassen haben. Die Familie stellt sich ihrer Vergangenheit und hat für die Aufarbeitung ihrer Geschichte im Dritten Reich jüngst das eigene Archiv geöffnet. Bei Kriegsende sind 14 von 20 deutschen Filialen zerstört. Doch für den raschen Wiederaufbau ist genügend Kapital vorhanden. Binnen weniger Jahre entstehen nun in allen großen deutschen Städten imposante, mehrstöckige Einkaufstempel. Und das alte Geschäftskonzept zieht immer noch. Mode von der Stange, günstige Konfektionsware. C&A ist meiner Ansicht nach eine typische Wirtschaftswundermarke, die ihre Blüte erlebt hat, der Wirtschaftswunderzeit. Es war die große Zeit des Massenkonsums, wo man einfach seine Grundbedürfnisse stillen wollte. Jede Neueröffnung fordert generalstabsmäßige Vorbereitung. Die standen bis über die Straße Schlange. Und wenn dann die Tür geöffnet wurde, dann, das war, sowas hatte ich ja selber auch noch nicht erlebt. Also wir mussten selber aufpassen, dass wir unseren Standort verteidigen konnten. Da haben Kunden überhaupt nicht geguckt, ob die Hemdengröße stimmt oder was. Die nahmen nachher einen ganzen Karton, der war noch gar nicht ausgepackt. Der wurde dann an der Kasse durchgezählt und dann gingen die damit. Also ganz so wahr ich hier stehe, so habe ich das in Erinnerung. Es war wunderschön. Auch für C&A. So kann man es sich leisten, zu experimentieren. Bei uns ging es eher immer darum,
wie reagiert unsere Kunden auf solche neue Ideen? Und wir haben das immer geschafft als Firma, diese neue Ideen schnell auszuprobieren, zu sehen, was die Reaktion war und dann auch schnell weiter auszurollen an allen Filialen, die wir haben. München, Kaufinger Straße. Es ist der 20. Juni 1953. 10.000 Menschen rotten sich zusammen. 500 Schaften der Polizei sind alarmiert. Es geht um eine neue Idee von C&A. C&A hat sich dann Feinde dadurch geschaffen, dass man versucht hat, die Filiale in München länger aufzuhalten samstags, als das bis dahin der Fall gewesen ist. Es kommt zu massiven Straßenschlachten. Dabei geht es ums Shoppen. Gewerkschaftler gegen begeisterte C&A-Kunden, die samstags 3 Stunden länger einkaufen wollen, statt bis 14 bis 17 Uhr. Doch im Kampf um den samstäglichen Ladenschluss unterliegt C&A. Fürs Erste. Das war halt eine neue Idee, die heutzutage wir alle kennen als ganz üblich und ganz normal. Erst in den 90er Jahren wird das Ladenschlussgesetz bundesweit gelockert. Noch mehr Zeit zum Kleiderkauf. Modegeschäfte nehmen Einfluss auf das Lebensgefühl von Millionen. Anfang der 60er Jahre beherrschen die Brenningmeyers den Markt. Es ist ein Jahrzehnt des Umbruchs. Die Jugend will anders sein. Wir kommen von dort und bei uns gibt es Gott sei Dank sowas nicht. Wir sind hier in Urlaub. Ja, wir sind hier in Urlaub und müssen so einen Tag hier erleben. Wir gehören ins Arbeitshaus bzw. mit Knüppeln hier runterjagen. Anders werden die gar nicht mehr, sind die gar nicht mehr groß zu kriegen. Bei Adolf hat sowas nicht gegeben. Wenn er nicht bald verschwindet, dann nehme ich die Strenge, dann brenne ich die Haare ab. Früher hat man sowas verbrannt. Mode als Ausdruck einer neuen Freiheit. Für viele Ältere ein Skandal, der Minirock. Wer in der Öffentlichkeit zu viel nackte Haut zeigt, bekommt Ärger mit der Polizei. Dass man sich in die Öffentlichkeit wagt, in dieser Aufmachung, ist ja eine Sünd und Schande für uns. Eine vatikanische Zeitung warnt die Jugend vor dem Verderben. Wenn dereinst die 4 apokalyptischen Reiter beim Weltuntergang Tod und Schrecken bringen, dann würden sie dabei Bikinis tragen. Bikinis? Etwa von C&A? Wir sind eine katholische Familie, ja. Aber wir sind eine Modefirma. Und eine Modefirma muss auch Neuigkeiten, die letzten Moden auf die Beine stellen und unsere Kunden anbieten. Und Minirock war super cool. Natürlich haben wir das gekauft und da in unsere Laden und unsere Kunden verkauft und Bikini auch. C&A wirft als erstes Geschäft in Deutschland beide Kleidungsstücke massenhaft auf den Markt und verhilft ihnen zum Durchbruch. Nach außen wirkt C&A durchaus progressiv. Sogar die Überwindung von Klassenschranken zeigt sich in der Werbung. Wohin darf ich gnädige Frau bringen? Zu C&A, bitte. Bitte. Wie meint gnädige Frau? Doch was die Kundin darf, ist der Verkäuferin bei C&A noch lange nicht erlaubt. Vor der Arbeit heißt es umziehen. Bedeckte Knie statt Minirock. Raus hier! Nein! Hör auf! Kannst du nicht auf? Ein Kuss. So, jetzt raus hier. Raus. Also was bei den Brenningmeyers nicht ging, dass man eine Liebelei, eine Liaison innerhalb der Firma angefangen hat. Daran mussten sich alle Mitarbeiter halten. Und wehe, wenn nicht. So. Herr Seidel und Fräulein Ziegler, Sie wissen, dass wir das nicht tolerieren können. Keine Liebesbeziehung unter Angestellten. Das ist bei uns eine feste Regel und das weiß ja auch jeder. Entschuldigen Sie, aber... So ein Treiben lässt sich mit unseren moralischen Grundsätzen nicht vereinbaren. Und übrigens, mit denen der römisch-katholischen Kirche erst recht nicht. Also, entweder Sie trennen sich
Oder Sie legalisieren Ihre Beziehung, indem Sie heiraten. Oder Sie verlassen mein Geschäft. Das sind natürlich eigentlich Zumutungen. Dass man verheiratet zu sein hat, was hat der Arbeitgeber damit zu tun? Eigentlich sind es absurde Dinge aus heutiger Sicht. Auf der anderen Seite war es so, dass die Firma eine große soziale Sicherheit gegeben hat. Das war also das klassische bundesrepublikanische patriarchale Familienmodell, was absolut seine Vorzüge hatte. Und wer keinen silbernen Löffel geklaut hat oder dessen Ehe zerbrochen war, das ist ja ein Tabu bei C&A, der konnte da alt werden. Die 70er Jahre sind das goldene Zeitalter für die Brenning-Meyers. C&A steht nun für Charme und Anmut. Das Unternehmen verkauft mehr Kleidungsstücke als Karstadt, Kaufhof, Horten und Quelle zusammen. Die Werbung läuft damals auf allen Kanälen. Das Palomino-Pferd mit den dreifarbigen Punkten lockt viele Kinder in die C&A-Filialen. Sommerschlussverkauf bei C&A ab nächsten Montag. C&A-Preise noch billiger. Sagten Sie Sommerschlussverkauf bei C&A? Ja. Vor allem am Ende der Saison zieht C&A die Schnäppchenjäger an. Das Erfolgsrezept von C&A in den 70er Jahren lag sicherlich auch darin begründet, dass es nicht so viele Mitbewerber gab. Das heißt, die Kunden haben gar nicht so die Auswahl gehabt, wie sie die heute haben. Die sind einfach zu C&A gekommen. C&A war eine Marke. Das erklärt auch die besondere Machtposition, die C&A auf dem Markt hatte. Die Brenning-Meyers können sich Mitte der 70er Jahre mit den Rothschilds, Krupps oder Agnellis messen. Der öffentlichkeitsscheue Clan zählt nun zu den wohlhabendsten europäischen Dynastien. Doch wer etwas in der Familie vom Kuchen abbekommen will, muss sich ins Zeug legen. An der Spitze steht der Familienrat. Er entscheidet über das Geld und die Macht. Die jungen Brenning-Meyers erben keine Firmenanteile. Sie müssen sie sich im Unternehmen hart erarbeiten und fangen dabei ganz unten an. Bis in die 80er Jahre gilt die Ausbildung als besonders streng. Im Rahmen ihrer unternehmensinternen Ausbildung sind die jungen Brenning-Meyers, wenn man das so ausdrücken will, kaserniert worden. Das heißt, in vielen C&A-Filialen gab es im obersten Stockwerk eine Art, man würde heute sagen, WG, die von einer Haushälterin geleitet wurde. Und da gab es klare Regeln. Wir sollten mal langsam Schluss machen für heute. Sonst gibt's nur wieder Ärger. Hast du etwa Angst vor der Schnase? Nee, vor der nicht. Aber ich will hier nicht rausfliegen. 6 Jahre sind lang. Aber das haben andere vor uns auch schon geschafft. Ich bin 23 und ich darf, bis ich 28 bin, keine Freundin haben. Und kein Auto. Und nicht vergessen, keine Bärte. Aber das wusstest du doch vorher schon. Ja, schon. Aber mit 23 immer noch nicht über sein eigenes Geld zu verfügen, das ist echt hart. Ich meine, es wird alles von oben kontrolliert. Aber danach stehen uns alle Türen offen. Alle Spitzenpositionen. Meine Herren, ich erwarte Sie morgen alle um die übliche Zeit zur Messe. Pünktlich. Und Sie, Brenning-Meyer, keine Exzesse in diesem Hause. Sie kennen die Regeln. Jawohl, Frau Schnase. Und da sagt noch mal einer, kein Frauenbesuch während der Ausbildung. Wie lang trägt so ein Modell? Familienunternehmen laufen oftmals Gefahr, dass sie sich in ihren eigenen Vorstellungen und Ideen insofern verstricken, als dass der Blick von außen fehlt. Dass sie sozusagen im eigenen Saft schmoren, dass aber kein frisches Blut reinkommt, dass keine neuen frischen Ideen reinkommen in das Unternehmen. Und das ist die Gefahr, der Familienunternehmen ausgesetzt sind. In den 90er Jahren gerät C&A in die Krise und schreibt zum ersten Mal Verluste. Der Konzern verpasst den Anschluss auf dem Modemarkt. C&A muss Mitarbeiter entlassen,
und Häuser schließen. Die Marke gilt bei den Kunden plötzlich als unmodern. Und das Kürzel C&A wird spöttisch mit cheap and awful übersetzt. Billig und hässlich. Man sollte nicht unterschätzen, wie sich die Dinge ganz schnell drehen können. Dass Kundenwünsche, auch obwohl die auch sich am Verändern waren, nicht haben erfüllt werden können. Und wir haben an Attraktivität in den Jahren eingebüßt. Wir waren sehr stark mit uns selber beschäftigt. Leute haben sich ja geschämt, wenn sie mit C&A-Tüten durch die Gegend gelaufen sind. Und das spiegelte sich dann auch im Selbstbewusstsein der Mitarbeiter wieder. Und das ist natürlich das Allerschlimmste für ein Unternehmen, was auf Image auch so angewiesen ist. Die Kunden laufen zur Konkurrenz. Preiswert und schick, das können mittlerweile viele. Und die anderen wirken dabei jünger, frecher, attraktiver. Um wieder Tritt zu fassen, entscheiden sich die Brenningmeyers zu einem ungewöhnlichen Schritt. Und dann kam es zum Big Bang, von dem die Familie immer spricht. Es müssen mal Leute reinkommen, die nicht alle bei C&A gelernt haben, die nicht durch die gleiche Schule gegangen sind, die nicht vielleicht auch den ganz gleichen Wertekanon haben wie wir, sondern Leute von außen. 7 externe Manager sollen das Unternehmen retten. Doch obwohl sie viel Neues versuchen, scheitern sie. Nach 2 Jahren werden sie gefeuert. Und die Familie übernimmt wieder selbst das Ruder. Die Produkte, das Image, die Filialen, alles soll moderner werden. Doch es passiert noch etwas anderes. Die Brenningmeyers überdenken einige ihrer Regeln. Die Familie hat ja eigentlich sich erst in den 90er Jahren durchringen können, um Frauen für den Unternehmenskreis einzuladen. Dann ist die Frage natürlich, waren wir nicht sehr spät und hätten wir nicht unseren Vorteil gehabt, wir hätten es früher gemacht. Unsere Familienfirma hauptsächlich arbeitet in der Modebranche. Da brauchen wir Frauen. Und dass Familienmitglieder, die Frauen sind, heute in der Firma arbeiten. Das finde ich eine richtig, wirklich super tolle Sache. Und wenn das nicht gäbe, würde ich hier nicht sitzen. Doch die Familie muss auch viel Geld in die Hand nehmen, um ihr Lebenswerk zu retten. Es sind hunderte Millionen. Sich aus der Textilbranche zurückzuziehen und stattdessen woanders zu investieren, kommt für sie nicht in Frage. 2002 gelingt die Wende und der Konzern schreibt wieder schwarze Zahlen. C&A kehrt als Big Player auf den globalen Markt zurück. Dort tobt der Preiskampf. Und der enthemmte Wettbewerb zeigt sich von seiner dunkelsten Seite. Als ich von dem Brand erfahren habe, dann zuerst Schock. Was ist da passiert? Ich brauche jetzt Informationen, ich möchte mehr wissen. Und auf der anderen Seite eine schlimme Situation, eine Krise, eine schreckliche Vorfall, die da passiert ist. Das war an dem 24. November. An diesem Tag, im Jahr 2012, brennt in Bangladesch eine Textilfabrik nieder. Über 100 Menschen sterben aufgrund von Sicherheitsmängeln. Viele namhafte Textilketten ließen dort produzieren. Auch C&A. Die Gedanke ist, was können wir tun? Was kann ich tun? Was können wir als Firma tun, damit das nie wieder passiert? Textilindustrie in einem Billiglohnland. Nicht nur preiswerte Kleidung wird hier produziert. Sie stehen so in dem Dilemma, dass es Anspruchsgruppen gibt, die sagen, ihr müsst da was tun. Es kann nicht sein, dass Zulieferer unter erbärmlichen Bedingungen arbeiten oder vielleicht zu Tode kommen. Auf der anderen Seite eine Kundschaft, die das auch abstrakt gut findet und sagt, ja, das ist ein Problem, die aber in ihrem Kaufverhalten sich nicht daran orientiert. Das ist der Widerspruch, in dem die Textilanbieter alle stehen. C&A reagiert.
Die Kleidung soll unter menschenwürdigen Bedingungen produziert werden. Schon 2011 hat die Familie eine Stiftung gegründet, um die Lage der Arbeiter in Billiglohnländern zu verbessern. Und sie wollen Transparenz schaffen. Der Kunde soll sehen können, wo C&A weltweit seine Waren fertigen lässt. Und die Marktmacht gibt ihnen eine gewichtige Stimme. Mittlerweile stehen sie wieder auf Platz 3 der größten Modeketten in Deutschland, nach Otto und H&M. Insgesamt hat das Unternehmen 2000 Filialen in 23 Ländern. Die Familie Brenningmeier hat es geschafft, eine Unternehmensgruppe aufzubauen, die trotz aller Marktveränderungen, trotz aller Irrungen und Wirrungen, die über die Jahre und Jahrzehnte natürlich zu erwarten sind, sehr, sehr erfolgreich ist. Mittlerweile führt die fünfte Generation das Geschäft. Das ist außergewöhnlich, denn die meisten Familienunternehmen scheitern bereits in der dritten Generation. Doch hat der Erfolg der Brenningmeiers seinen Preis. Bei den Brenningmeiers gilt die Regel, die Sippe ist alles. Der Einzelne zählt im Zweifel nicht. Der Einzelne muss zurückstecken. Und das ist natürlich auf die Dauer ein erfolgreiches Modell gewesen. Es ist für die Einzelnen zum Teil sehr unlustig. Der Wechsel von der fünften zur sechsten Generation ist in vollem Gange. Inzwischen sind es hunderte Brenningmeiers, die zum Kreis der Unternehmensfamilie gehören. Wenn sich auch bei C&A einiges verändert hat, die hierarchischen Strukturen im Familienkonzern sind geblieben. Es gibt wenige Entscheider, denen sich der Rest unterordnen muss. Der Familienrat muss sich fragen lassen, ob das so weitergehen kann. Sie müssen auf jeden Fall einen Weg finden, moderner zu werden als Familie und auch als Unternehmen. Weil die Jungen, die jetzt aufwachsen, um denen immer noch was bieten zu können, eine Perspektive, die die auch annehmen wollen, da müssen sie sich intern attraktiv machen. Und ob das mit der gleichen Härte und Strenge möglich sein wird, das glaube ich nicht. Seit 175 Jahren gibt es C&A. Immer in Familienhand. Mal war die Firma ihrer Zeit voraus, mal out. Ist ein Familienunternehmen, das so sehr auf Tradition setzt, in der Lage, den Herausforderungen im Wandel der Zeiten gerecht zu werden? Nur wer den Mut hat, auch mit eingefahrenen Regeln zu brechen, kann sein Unternehmen in die Zukunft führen. Das zeigt auch die Geschichte von C&A. Es heißt nicht von ungefähr. Die Brenningmeiers haben kein Unternehmen. Sie sind das Unternehmen. Ich glaube, dass noch in den 7., 8., 9., 10., 11. Generation C&A als Familienfirma es noch gibt.